Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wir sind mit der Sim unterwegs. Der Wettergott scheint uns auch gnädig zu sein. Die Sonne kommt ein bisschen raus. Ja, ich habe immer noch nichts an der Simme gemacht. Ja, der nächste mutig sein Vlog quasi an dieser Stelle. Ja, wer sich jetzt wundert, heute kein Echo im Pullover. Doch, den habe ich hier drunter. Aber es sind jetzt gerade so ganz zarte einstellige Temperaturen und naja, was soll ich euch jetzt sagen? Das ist ein bisschen frischlich für nur mit Pullover fahren und da ich auch aktuell nicht krank werden will, oder allgemein, wer möchte denn das gerne schon? Dementsprechend ziehen wir uns halt ein bisschen dicker an und die Welt ist in Ordnung und ja, ist ja kein. Hat einer den Gang geklaut? Du glaubst es kaum. Ja, Simi ist noch kalt. Ja, heute wieder wirklich beim zweiten Kick oder so. Oder beim, glaube beim dritten. Ich weiß es gar nicht. Ich blende euch einfach mal ein. Ich habe es euch nämlich mal aufgenommen. Schön. Es ist wieder, wie gesagt, anspringen tut sie tadellos mit dem originalen Kickstarter, also dementsprechend, ja, alles gut, alles schick, alles schön, die Welt ist in Ordnung. Jetzt war mit hier dieses Band hier so rum, das nervt schon wieder. Egal, wir lassen es halt einfach baumeln. Ja, warum die Simme den einen Tag nicht gelaufen ist, ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht rausgefunden. Aber es kommt ja jetzt auch die Garagenbastel, Umbau, Tuning, Verschönerungs-, Pflegezeit für Fahrzeuge, gerade für die Zweiräder. Die, man muss ja halt wirklich so sehen, die schöne Zeit ist jetzt auch tatsächlich langsam vorbei. Und ja, dementsprechend würde ich halt einfach sagen, wir genießen die Zeit, die wir jetzt noch haben. Die Sonne, wie gesagt, die ist auch gerade schon wieder offline. Tja, wie gesagt, ich weiß es halt nicht, warum die Simme nicht lief. Ich vermute mal wirklich, dass irgendwas im Vergaser gehangen hat. Ich hatte ihn, wie gesagt, auch noch nicht auf. Aber ich verspreche euch hoch und heilig, das nächste Video, was S51 ist, da machen wir den Nachbauvergaser auf und ja, sehen uns das dann mal an. Wieso, weshalb, warum? Diese geile Maschine nicht funktioniert hat. Geile Maschine, ich weiß, da kann man schon wieder drüber streiten. Es geht einfach darum, es ist eine S51. Und was gibt es denn Geileres wie eine schöne Simme? Weil es ist halt einfach, die hat jetzt ewig gestanden. Ich hatte es schon mal gesagt, ich habe gebaut und bin noch am Bauen und aktuell auch am Kellerraum bauen. Das heißt, es kommt immer jetzt halt mal so sporadisch ein Video. Ich hatte es auch schon mal in einem Honda-Video thematisiert. Gerade jetzt, wenn diese kalte Jahreszeit kommt, Honda MZ, die werden dann im Winterschlaf verfallen. Da wird es wirklich dann um Wartung und Pflege gehen, vielleicht ein paar Teile abbauen, entrosten. Ja, dann ist ja immer noch gerade bei der MZ diese Problematik mit dem, hoppala, mit dem Ölverlust. Und das muss ich mir auf jeden Fall auch mal angucken. Junge, was ist denn hier heute wieder los mit der Simme? Ey? Die läuft ja wie Hexe, ey. Junge, Junge, Junge. Manchmal habe ich Angst vor der Simme. Ich weiß es nicht. Ich brauche unbedingt mal so eine, einen anderen Tacho oder irgendwas, um einfach mal zu gucken, woran das liegt. Also ich denke einfach mal immer noch, dass der Tacho eine Macke hat. Obwohl wir jetzt natürlich auch in den Temperaturen sind, wo du halt dem Motor auch was Gutes tust. Ne? Also jetzt weiß ich nicht mehr, in welchem Gang ich bin. Das müsste jetzt der zweite sein. Das ist der dritte. Ich habe noch eine andere Theorie, warum die mal ausgegangen ist. Aber ich will es nicht so laut aussprechen. Vielleicht hat auch irgendwas mit dem Getriebe, dass irgendwas im Getriebe blockiert. Ich will es nicht so laut aussprechen, weil das wird dann meistens teuer und bäh. Und, ja.
bleiben Sie da, wo Sie sind. Ja, das wird dann nochmal schnell teuer und arbeitsintensiv und ja. Ich hoffe einfach mal, dass wir nächste Woche oder im nächsten Sim, sagen wir mal einfach mal so, dass wir im nächsten Sim so ein Video dann mehr wissen, wieso die Simme manchmal nicht will. Ich glaube nämlich so vom Gefühl her, so fängt jetzt schon auch fast an. Ich mache jetzt ja hier auch nur Bewegungsfahrt, weil die Fahrzeuge sich halt auch nicht kaputt stehen sollen. Das soll ja halt auch alles mal bewegt werden. Wie gesagt, die klappernden Geräusche bei der Simme war tatsächlich die zu festgespannte Kette. Und ja, ich glaube auch einfach, wir halten hier heute nicht an, weil anhalten könnte ja schon wieder sehr kontraproduktiv enden. Ich hoffe einfach mal, sie hält durch. Und ganz ehrlich, schreibt es mir in die Kommentare. So Herbstwald, ne? Ist doch schon was Geiles, oder? Also, wenn das so ein bisschen die Blätter anfangen sich zu färben und Moped fahren, klar, es ist jetzt natürlich nicht mehr dieses kurze Hose, T-Shirt-Wetter. Wie ihr wisst, fahre ich ja sowieso nicht so, aber es ist halt einfach nicht mehr dieses Wetter. Aber diese Jahreszeit hat halt auch irgendwie was. Es ist heute wieder gallig. Leistung ist auf jeden Fall vorhanden, würde ich mal sagen. Tja Leute, was soll ich euch sagen? Es ist, ja, der Sommer ist halt vorbei, aber ich bin halt immer noch der Meinung, dass jede Jahreszeit irgendwie sein Schönes hat. Simi wird diesen Winter auch wieder das Fahrzeug der ersten Wahl sein, da ich halt die Honda und die MZ diesen Winter schonen will, beziehungsweise sind da auf jeden Fall ein paar Projekte geplant diesen Winter. Ich weiß nicht wie, also eigentlich sind schon wieder zu viele Projekte für diesen kurzen Winter, aber vielleicht schaffen wir es ja dieses Jahr auch ganz einfach mal dran zu bleiben. Ich habe ja dieses Jahr schon viel umgeräumt im Schuppen und quasi Platz geschaffen, dass man halt auch das ein oder andere Fahrzeug mal auslagern kann, wenn man ein anderes Fahrzeug gerade in der Mache hat, wo man jetzt was umbaut oder so. Und dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass das auch dieses Jahr was wird, dass wir was schaffen. Das Einzige, was ich noch machen muss, ich muss meine Garagentür noch ein bisschen modden, dass die quasi dicht ist. Die ist ein bisschen, naja, okay, reden wir halt nicht weiter drüber, ne? Das ist, ja, die ist halt nicht dicht und da muss noch was gemacht werden. Ich denke mal, da mache ich halt auch kein Video zu. Das wird jetzt so die nächsten Tage noch passieren oder mal gucken, nächstes Wochenende eventuell. Ja, dementsprechend, da muss halt noch was gemacht werden, dass jetzt halt auch im Winter es möglich ist, die Garage so auf aushaltbare Temperaturen zu heizen, dass man da halt schrauben kann. Wie gesagt, es muss halt ein bisschen was an den Fahrzeugen gemacht werden. Die Honda muss das Dekor gemacht werden, das muss noch fertig gemacht werden, hatte ich auch schon mal in einem Video angesprochen. Die MZ, die braucht halt ganz viel Liebe, Reinigung, eventuell Motor neu dichten, neu lagern, mal gucken. Auf jeden Fall auch mal ein Getriebewechsel. Ja, die braucht halt ein bisschen Liebe. Die Simme ist ja auch eigentlich schon etwas länger ein kleines Umbauprojekt geplant. Da weiß ich auch noch nicht zeitlich, wie wir das schaffen sollen. Und dann steht ja noch das Projekt aller Projekte mehr oder weniger im Raum, der SR2E, der jetzt wirklich langsam mal weitergehen muss. Ich habe das einfach, ja, wie gesagt, ich schiebe halt momentan die Projekte vor mir her. Es war halt viel zu viel zu tun. Und ja, es ist halt, wie soll ich denn das sagen? Es ist halt einfach zu viel zu tun. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jetzt fängt sie wieder an. Jetzt ist sie immer warm. Also wir konstatieren mal so nach 10 Minuten Fahrzeit ungefähr. Fängt sie an zu muckern. Aber nicht immer.
schwierig. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema. Ich möchte jetzt auch nicht weiter jammern. Es ist mir auch jetzt... Es wird jetzt nachgeguckt, die Fahrzeuge kriegen jetzt alle ein bisschen Liebe, ein bisschen wird was gemacht und ja, wir werden uns da, denke ich mal, relativ zeitnah... Oh, Tacho dreht durch, sehr schön. Das wird auch so eine Sache sein. Ich habe ja schon einen schönen Kommentar gekriegt, ich soll mal ein bisschen Öl an Uvala die Welle machen. Ja, könnte man machen, aber... Mal gucken. Ja, wie gesagt, mal schauen, wie, was, wo, ob das wirklich was bringt, ob die dann besser anzeigt. Aber ich glaube einfach, dass es am Tacho selbst liegt. Ja, Leute, ich wollte einfach sagen an dieser Stelle, das Video ging schon wieder viel zu lange. Es ist wieder viel zu wild. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo auf diesem Kanal da. Wir sind auf dem Weg zu 650 Abonnenten. Wer noch nicht abonniert hat, abonniert gerne. Und dann würde ich sagen, auf jeden Fall sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Tschüss, haut rein, macht's gut und ciao.